Genau, und die Frauenfußballfans, es ist so, dass ich habe ja diese Facebook-Gruppe. Und jetzt habe ich das ja ein bisschen offen gemacht, dass die Lina mit mir sprechen kann. Es haben Fans Fragen. Darf ich die stellen? Wenn es jetzt keine 100 Fragen sind, ja. Nein, 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 nein. Also der Frank Herrmann zum Beispiel fragt, jetzt ist diese FIFA Pro-Auswahl gewesen, die 11 besten Spielerinnen, aber ohne deutsche Spielerinnen, ist das ein Problem des deutschen Fußballs? Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher ein Problem von der Betrachtung des Frauenfußballs. Also, wenn ich sehe, wer da alles in der FIFA Pro 11 ist, muss man sich halt schon hinterfragen, wie das dann alles da gewertet wird, und ob es überhaupt noch ein Leistungsfaktor ist, weil ich weiß jetzt nicht, wer genau, aber da schon zwei, drei, vier Spielerinnen dabei sind, die halt zu 80% in dem letzten Jahr nicht gespielt haben. Das finde ich dann halt einfach so schade. Also, welche Faktoren werden da hinzugezogen, um so eine Bewertung abzugeben? Ich glaube nicht, dass das was mit dem deutschen Fußball zu tun hat. Vielleicht eher, dass der deutsche Frauenfußball eben nicht so sehr in der Öffentlichkeit ist, nicht so viele Spiele auch international gezeigt werden. Aber die Qualität von deutschen Fußballerinnen, finde ich, ist vorhanden, auch im Vergleich zu denen, die da in der besten Elf sind. Von daher, ja, kann ich so eine Bewertung irgendwie gar nicht richtig für voll nehmen, was schade ist. Und ich hoffe, dass sich das auch irgendwie mal ändern wird, dass sowas ja einfach gerechtfertiger bewertet wird. Ja, sehen die Frauenfußball, die Fans bei uns in der Gruppe oder überhaupt in anderen Gruppen auch, ne? Genauso. Jetzt hat die Nina Philipp eine Frage. Hattest du erwartet, Kapitänin zu werden bei Bayern München? Und was ist das für ein Gefühl, mit der Mannschaft als Kapitänin aufzulaufen? Erwartet habe ich es nicht, weil ich jetzt niemand bin, der sich irgendwie damit gerne beschmücken würde, sondern es hat sich halt einfach so ergeben und ist ja dann quasi auch einfach eine Wahl, die da stattfindet, um da gewählt zu werden. Aber es ist, ja, ich habe es natürlich sehr gerne angenommen. Es ist ein sehr schönes Gefühl, ja, für meine Mädels da im Vordergrund zu stehen, ohne dass ich es eigentlich unbedingt möchte, aber ja, dieses Verantwortungsgefühl, das liegt mir schon sehr am Herzen und ja, deswegen macht das schon Freude, wenn ich auf den Platz gehe, ja, und meine Mädels im Rücken habe. Okay, eine letzte Frage hier von dem Fan. Wie kann man mehr Zuschauer in die Stadion bekommen oder an die Bildschirme? Sehr gute Frage. Damit beschäftige ich mich auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, es gibt auch viele kluge Menschen da draußen in den Vereinen oder auch Sponsoren, die in der Lage wären, diese Frage zu beantworten oder zu handeln. Ich glaube schon, dass es gewisse Strategien gibt, womit du mehr Zuschauer in die Stadien locken kannst. Aber natürlich hat es auch was mit einer Investition zu tun. Du musst halt eigentlich ja erst ein bisschen investieren, bevor man davon profitiert. Und wir als Spielerinnen können halt einfach immer nur ja das Bestmögliche auf dem Platz rausholen, jeden Tag hart trainieren, um ja auch immer besser zu werden. Und der Frauenfußball hat sich ja schon super entwickelt von der Qualität her. Man muss es halt irgendwie einfach besser vermarkten, die Leute besser anlocken in die Stadien. Ja, irgendwie ein großes Event aus jedem Spieltag irgendwie machen. Und wenn man dann die Leute mal irgendwie gefesselt hat, dann kommen die halt auch wieder. Aber ja, das kann man so pauschal irgendwie schwer beantworten. Da müssen schon auch viele Analysen irgendwie her. Welche Zielgruppen interessieren sich überhaupt für den Frauenfußball? Und natürlich, ja, zu welcher Zeit wird gespielt? Wird es im Fernsehen auch gezeigt?
was mit der Berichterstattung, was auch viel zu wenig ist. Also man muss einfach insgesamt viel mehr vom Frauenfußball mitkriegen, ja, sodass halt auch viel mehr Fans entstehen können. Okay, jetzt zum absoluten Abschluss. Die Lina hat eine Trainerlizenz erworben, richtig? Genau. Und ist auch Buchautorin. Nee, so würde ich mich nicht ausdrücken. Aber hat ein Buch geschrieben, richtig? Ja, so ein kleines Buch, als Corona halt angefangen hat. Ja. Das war einfach, ja, Zeitvertreib und eine gute Möglichkeit, mit der Situation einfach umzugehen. Das hat mir sehr gut getan, es hat Spaß gemacht. Aber Buchautorin würde ich mich jetzt nicht nennen. Aber ja, das Schreiben ist schon was, ja, was mir irgendwie auch neben dem Fußball ganz gut liegt. Ja, da hätte ich nämlich vorhin, naja, das passt natürlich, klasse, Trainerlizenz, sehen wir die Lina dann mal irgendwann als Trainerin? Also aktuell kann ich mir das noch nicht vorstellen, aber ich hätte sicher Spaß daran, ja, irgendwie mal in den U15, U14, U13 Bereich zu gehen, aber darüber hinaus wahrscheinlich eher nicht, nein. Ah, okay, also der Nachwuchs liegt dir am Herzen. Ja, dann es würde eher Richtung Nachwuchs gehen, ja. Das ist ja klasse. Das zeichnet Lina ja nun wieder richtig aus, ne?